Ja, hallo meine Lieben und willkommen zu Abo Kreativ und ganz besonders willkommen sind natürlich meine Abonnenten. Ich habe ein klein wenig vorgearbeitet. Also zunächst mal habe ich hier natürlich alles dicht gemacht. Das habe ich gesagt, dass ich das nur eben mache. Dann habe ich hier diesen kleinen Raum. Den habe ich in weiß gemacht. Erstens fühlt er sich dann nicht so beengt, wenn er hier ist. Ne, weil dunkle Farbe macht den Raum immer optisch noch etwas enger, als er eigentlich ist. Und der ist ja schon ziemlich eng. Und zum Zweiten hätte ich ansonsten das Weiß hier gehabt. Und da soll es ja nicht hin, da soll ja eine Tür hin. Ja, und das waren so die Gründe dafür. Dann habe ich hier ein wenig vorgearbeitet, wie ihr seht. Aber nur hier vorne. Hier drin noch nicht. Ich habe nur die Zwischendecke eingezogen. Ne? Das ist ja besser, wenn die hier nicht ganz so hoch ist. Aber dieses hier habe ich aus einem bestimmten Grund freigelassen. Und den sage ich euch dann gleich. So. Dann habe ich hier ein bisschen vorgearbeitet, wie ihr seht. Weil hier wissen wir, das bleibt so zu. Und hier kann ich nicht das machen, was ich eigentlich vorhatte. Und deswegen habe ich das hier alles schon soweit dicht gemacht. So, und das sage ich euch jetzt aber gleich alles. Ich bin noch am Überlegen, was für ein Material nehmen wir für die Treppen. Ich bin in der Versuchung, auch die Paarbasters zu nehmen. Die haben wir draußen schon verarbeitet. Und dann würden die hier drin eventuell auch ein ganz nettes Extra abgeben. So, und hier habe ich noch nichts gemacht. Und warum? Weil, da hat man mir gesagt, warum machst du hier keine Lockers? Ja, und das stimmt. Warum mache ich das eigentlich nicht? Und das wollen wir dann jetzt einfach mal suchen, indem wir hier alles abreißen. Oh, ich sehe. Ich habe da noch die Decke noch nicht komplett geschlossen. So, das sollte hier dann eigentlich auch halten. Das sind die Treppen. Die müssen wir dann gleich nochmal anderweitig schließen. Aber, oh, da habe ich nämlich auch noch nicht. Habe ich noch nicht alle geschlossen, weil ich von oben nicht dran gekommen bin. Aber das können wir ja nachziehen. Und, ja. So. Dann ziehen wir die nämlich hier alle weg. Und ziehen hier... Ja. Das sollte wohl eigentlich auch in der Länge halten. Also ich sehe da jetzt kein Problem. Ist ja auch schon der letzte hier. So. Jetzt bin ich am Überlegen. Ziehe ich die hier auch noch weg? Oder lasse ich die stehen? Ich würde meinen, ich mache das folgendermaßen. Ich mache hier noch dicht. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Und ihr könnt mir mal sagen, was ihr davon haltet. So, habe ich hier weiß hinter, jawohl. Das heißt, ich mache hier dicht und ich mache, dann habe ich hier dicht, den, 1, 2, 3, okay, dann mache ich hier einen hin und dann ziehe ich die hier weg. Und dann sollte das auch ganz gut aussehen. So. So habe ich mir das jetzt mal. Jetzt habe ich da drei und hier ja durch die Treppe. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Also kann ich mir jetzt aussuchen, ob es von innen gerade ist oder von außen. Wobei, wie viel haben wir denn hier? 1, 2. Und hier habe ich 1, 2, 3. Okay, eigentlich wollte ich hier die Plates vorsetzen, aber damit das von beiden Seiten gleich aussieht. Moment. Die sind doch eigentlich hier Hose wie Jacke. Die brauche ich doch gar nicht. Die können doch da alle komplett weg. So. Das lassen wir mal hier stehen. Da kommt ja die Treppe. Ja, dann machen wir die hier. Genau. Machen wir die hier einfach schon mal dicht. Da kommt ja die Treppe vor. Und hier ebenfalls. So. Und hier ziehe ich jetzt doch nochmal eine so eine Zwischenwand. Nur aus dem Grund, damit das hier zwei sind und dort zwei sind. Und dann habe ich aber das gleiche Problem.
Nee, das geht ja nicht. Das wäre ja dusselig. Also ich habe hier 3. Und so hätte ich dann auch von innen 3. Dann habe ich jetzt aber hier... Wisst ihr was? Dann machen wir das anders. Ziehen wir die hier ganz weg. So. Und dann sieht das auch von beiden Seiten anständig aus. Ja. So ist das schön. Kann man hier zu den Lockers reingehen. Und den schnappen wir uns nämlich jetzt mal. So viele brauche ich doch gar nicht. Guck. Machen wir ein paar in Reserve, obwohl die brauchen wir sowieso nicht mehr. Da können wir uns mal vorsichtshalber neue von mitnehmen. Das heißt, wir brauchen einmal die Planks. Und wir brauchen einmal, jetzt kommt nämlich die Plates. So, und zwar die Wood, die hier. Die können wir uns nämlich herstellen, die Plate Old Wood, beziehungsweise nicht herstellen, die können wir uns, ja gut, wenn wir uns die Stühle herstellen und die Stühle zerkloppen, haben wir es auch. Aber die können wir, das habe ich nicht geguckt, aber die können wir wohl auch irgendwo finden. Ja, und das ist ja so schlecht auch nicht. So, und dann machen wir das hier nämlich so, so und so. Und dann können wir da auch noch ein paar Lockers hinstellen, haben die Treppe dicht und können hier unsere Treppe hochlegen. Und ich mache da jetzt einfach mal die, ne, die brauchen wir gleich noch, einfach mal die Pavas rein. So, das wären Stairs und Pava. Brickstairs, ja, das sind die richtigen. So. Und die mache ich jetzt mal hier rein. So. Weil ich nämlich glaube, das sieht ganz gut aus. Dann brauchen wir hier auch noch einen Schutz, dass die nicht runterfallen. Und das regeln wir auch mit diesen Blades. Müsste hinhauen. So. Machen wir aber nicht nach oben. Machen wir hier nur so einen kleinen Fallschutz. Kann man da rumgehen. Und dann ist alles gut. So. Da oben ist natürlich beengt, aber das sind ja auch die Tresorräume. Ach so, da müssen wir ja dann trotzdem noch mal ran, weil... nee. Stimmt. Hier lassen wir doch die Woodframes. Ich habe jetzt eben folgenden Gedanken gehabt. Ich hatte mir nämlich eben überlegt, hier mache ich auch diese Plates hin. Ja, also einfach ein Holz. Aber wir brauchen auch etwas, wo man die Sachen drauflegen kann, wenn man sie aus dem Tresor geholt hat. Ergo ist das ganz gut, wenn wir das... Nein! Aber Nacho hat eine Idee. Das probieren wir jetzt. So, wir machen jetzt nämlich das Ganze einfach so und wir machen das Ganze... Ach so, genau, da rein können wir jetzt nicht, aber so. Na gut, ist das gleiche in grün. Ist auch Blödsinn. Das ist ja Blödsinn. Okay, dann können wir auch den Freien verlassen. Dann sieht das hübscher aus. So. Okay, stell dich da hin. Und so, genau. Das Loch, das ist da jetzt nur, weil ja eben der Tresor da dran hängt und dass man nicht halt mit dem Kopf davor stößt. Und dann ist das so gut und können wir hier eine Tür reinmachen und dann ist alles im grünen Bereich. Auch zumachen, auch zumachen, auch zumachen und auch zumachen. So ist fein. So, dann wären wir hier oben nämlich, abgesehen von den Türen und natürlich von den Safes, soweit fertig. Hier kommen die Lockers rein. Jetzt bin ich am überlegen. Was machen wir dort? Machen wir da auch Lockers oder machen wir dort vielleicht ein paar andere Kisten rein? Dass man noch so irgendwie was ablegen kann. Müsste man mal schauen. Aber das kann man sich später überlegen. Oder dort Lockers, dort. Dort kann ich keine Lockers dran machen. Muss man nämlich auch im Hinterkopf behalten. Und dass man, wenn man sich diese
Altwood-Plätze dranhängt, dass man ja hier vorne nichts mehr vorhängen kann. Na, also wenn ich das jetzt hier versuche, seht ihr, habe ich einen Abstand. Geht nicht. Ergo muss man sich da dann entsprechend was überlegen. So, hier könnten wir... Nein, können wir auch nicht, da kommen ja die Lockers vor. Okay, dann haben wir diese Ecke. Und diese Ecke, da machen wir nämlich dann jetzt tatsächlich hier mal die Sachen weg und stellen hier, jetzt habe ich ihn zu weit gedreht. So sollte das dann gehen. Hier machen wir nämlich dann als Zwischenwände nicht die dicken, sondern die dünnen Wände. So. Und hier sieht das dann insgesamt auch besser aus, wenn wir das Ganze, ich würde sagen, nach hinten machen. Nochmal. Dann sieht das nämlich nach mehr Platz aus. Beziehungsweise man hat tatsächlich, es sieht nur noch mehr Platz aus, weil die Blöcke ja besetzt sind. So ist richtig. Aber es sieht halt nach mehr aus. Und das ist auch gar nicht mal so übel, wie ich finde. So, und das gleiche nochmal. Hier. So. Auch wunderbar, bis nach oben durchziehen. Wenn wir so eine schöne Möglichkeit haben, dann sollten wir sie eigentlich auch nutzen, ne? Das ist schon mal ganz gut. So, und hier machen wir auch das gleiche in grün. Aber, was wir noch nicht haben, das sind ja unsere Plumpsklos. Wir können ja nur Plumpsklos machen, wir können ja gar nichts anderes machen. Und das wollen wir jetzt mal, wie machen wir das denn am besten? Es geht ja immer nur eine. Hätte ich vielleicht drei machen sollen, statt zwei. Aber nun gut. Jetzt muss ich damit klarkommen, weil jetzt hier die Wand wieder abzureißen und diesen Bereich hier enger machen, den möchte ich nicht enger machen. 2, 3, 4. Nee, der muss bleiben. Das geht nicht anders. So, da kommen ja Wasserstellen hinter. Da muss ich dann Kabine hinstellen. Genau. Und hier, verdammte Axt, genau, da ist er. Würde ich sagen, wir nehmen immer den Inneren raus. So. Und das gleiche müssen wir natürlich auch. Ja. Nee. Hier müssen wir das hier machen. Und hier müssen wir das hier machen. Und hier müssen wir. Ach Quatsch. Da machen. So, jetzt darf ich natürlich dusseligerweise. Kabinett, da ist er doch. Einen wieder reinmachen. Und dann nehmen wir uns die Alttüren. Ja. 1, 2, 3, 4, wenn ich nicht irre. Und setzen uns die da rein. So. Genau. Und die müssen nach dort auf. Gehen sie so auf. Das ist das WC. Was anderes können wir ja nicht machen. Problem. Das habe ich mir nämlich jetzt schon beinahe gedacht. Das heißt, den muss ich gleich mal umdrehen. Habe ich nämlich nicht aufgepasst. Super. Und da das gleiche in grün. Aber hier passt es dann wieder. Okay. Ach ja. So ist das, wenn man nicht aufpasst. Aber... Da auf der Seite nichts ist, brauche ich das nicht überall machen, sondern doch muss ich ja, sonst hocken die nämlich nicht übereinander. Ich bin ja dusselig. Müsst ihr nämlich drauf achten, sonst habt ihr da einen kleinen Versatz drin und dieser Versatz, der sieht einfach nicht schön aus. Das ist alles. So, aber die Wirkung letztendlich, wie ihr seht, ist genau die gleiche. So, jetzt drehen wir das Ding und jetzt passt das auch. Und hier müssen wir das gleich in grün machen. Und wieder einmal rausnehmen. Und neu reinsetzen. Na denn, haben wir das. So, dort muss ich hin. Und wunderbar.
Na, wie ist so wohl? Und passt. Sehr schön. So, jetzt machen wir den auch hin. Sekunde mal. So, da ist er wieder. Okay, dann hätten wir nämlich unsere WCs. Klar könnte man da jetzt noch nach unten bohren und man könnte da auch ein Holzframe reinsetzen. Aber nun gut. Das ist so oder so. Dort haben wir das gleiche in grün und wir brauchen ja irgendeinen Boden, den man gut wischen kann. Holz kann man halt nicht so gut wischen. Und das ist dann schlecht. Ne? Ich bin hier nebenbei immer was an Trinken, wenn ihr euch da wundert. Okay, dann hätten wir das hier nämlich auch soweit fertig. Das hier können wir dann später machen. Das sind so Kleinigkeiten. Wobei, vielleicht sollte man die Kleinigkeiten auch tatsächlich jetzt erstmal machen. Sonst kommen wir nämlich optisch gar nicht vorwärts. Das heißt, wir brauchen... wir brauchen Kabinett. So, und da ist er. Und... das machen wir dann so. So hatte ich mir das nämlich eigentlich gedacht. Wie rum ist er jetzt? Jetzt ist er richtig. So. Weil dann können wir nämlich hier die Holzblöcke draufsetzen. Ja, das hat dann nämlich den... So. Und dann können wir... Und ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das denke. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie heißen denn diese Wasserkräne? Da muss ich doch wieder suchen, wie doof. Ich kenne mich doch hier gar nicht aus. Ja, bin ich schon dran vorbei? Würde mich nicht wundern. Das ist bei mir nicht immer so ganz einfach. Aber ich glaube, ja, ich war wohl schon dran vorbei. Okay, gucken wir nochmal. Ein bisschen langsamer und gemächlicher. Okay. So. Ich suche noch. Habt ihr sie schon gefunden? Wahrscheinlich. Wo sind denn die Wasserkräne? Na sowas. Die haben sie ja gut versteckt. Ach, da sind sie doch. So. Ich würde sagen, wir nehmen die, diesen Hübscher. Und ja, machen hier zwei so Kräne hin. Und gut ist. Jetzt müssen wir gucken, wie die optische Wirkung ist. Sie ist wie gewünscht. Ja, warum habe ich mir das so gewünscht? Ganz eine Sekunde. Ganz einfach. Weil das eben auch so aussehen soll, als wären dahinter Behälter, wo das Wasser eben rausgepumpt wird. So habe ich mir das gedacht und deswegen würde ich das ganz gern so aufstellen. Jetzt kann ich da natürlich nichts mehr draufstellen, ganz klar. Ist aber nicht so schlimm, will ich ja auch nicht. So, wo sind jetzt denn dort? Auch entsprechend passend, sehr schön. Und die Wasserkräne. Auch wieder zwei Stück. Wunderbar. So, das hat optisch nämlich, wie ich finde, eine ganz nette Wirkung. Na, wir packen da natürlich Kameras herein, das ist jetzt Blödsinn, zumal das jetzt auch die Frames dann in den Keller treibt, wenn wir das überall machen. Deswegen habe ich auch hier jetzt nicht nach unten gebohrt und irgendwie Wasser reingemacht. Das hebe ich mir für andere Sachen, aber dieses Gebäude frisst das schon ganz gut, wie ich gemerkt habe. So, Türen, was machen wir denn für Türen rein? Ja, einfache Türen, genau. Aber hier haben wir, ja, hier ist... Was soll man da sonst reinmachen, ne? Door. Einfache Metalltüren oder einfache Holztüren? Ich würde sagen... Ja, ich würde sagen, wir nehmen Holztüren und schlagen die halb kaputt. Dann werdet ihr euch wundern, werdet ihr gleich wissen. So, ich mache die jetzt mal einmal hier rein.
So, und dann könnt ihr mir auch direkt mal sagen, findet ihr die so rum besser oder andersrum? Ja, also lieber so, dass hier dicht ist, gerade ist, oder doch lieber, dass hier gerade ist. So, und jetzt hau ich hier mal. Ah, habe ich jetzt richtig gemacht? Nein. So ist richtig. So, dann habe ich nämlich von innen den Querbalken und von außen hätte eigentlich... Jetzt habe ich den aber... Ah ne, hier ist er noch. Okay, dann habe ich es richtig gemacht. Ne, von außen diese beiden Balken, von innen den Querbalken. Und so hatte ich mir das gedacht. So, auch hier das gleiche in grün, jawohl. Ist dann eine reine Optikgeschichte, ist einfach mal was anderes. Und hier geht es jetzt nicht um Zombies abhalten, sondern hier geht es tatsächlich jetzt einfach nur um die Optik. Und deswegen wollte ich das einfach mal so gemacht haben. Ja, und damit hätten wir unser WC schon fast fertig. Da kommen dann hier noch Lichter hin. Können wir eigentlich auch direkt machen. Und zwar so. So. Oh, das ist ja... Na sowas. Hm. Das ist ja jetzt... wobei, den kann ich wegnehmen. Dort kommt dann auch einer hin in der Höhe. Hatte ich den richtig? Ja. Ja, das wäre dann so richtig. Er wird nachher wieder abfallen, das ist kein Ding. Und dann sind hier nämlich überall Lichter dran. Ich mache jetzt hier keine rein wegen den Ressourcen. Ja, ausschließlich wegen Ressourcen. So, hätte man hier einen großzügigen Durchgang, könnte links und rechts kann man sich die Pfoten waschen. Und da drinnen kann man dann eben, ne, was man halt so tut. So, das hätten wir dann auch soweit durch. Ich glaube, naja, hier kann ich die Tür noch reinsetzen. Und das mache ich jetzt gleich auch mal eben. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr kennt das ja und seid ihr zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet und ihr wisst gar nicht, was das hier für ein Gedöns wird. Guckt euch einfach mal die ganzen Folgen an. Ich glaube, das ist ab Folge 11 bauen wir den Bahnhof, also ab der Kreativfolge 11. Das ist dann die erste Folge Bahnhofbaue. Und genau damit sind wir hier momentan beschäftigt. Und wenn es euch gefallen hat und ihr seid zum ersten Mal hier, immer schön dran denken, abonnieren ist das neue Abonnieren. Also, bis dahin, ich wünsche euch was. Bye, bye.